Professor Gunström sagt, es ist nicht unmöglich. Er hat in seiner kleinen Versuchsstation in den letzten 3 Jahren erstaunliche Erfolge gehabt. Ich bin seine Schülerin. Ich weiß, wovon ich rede. Gunström, ein Tüftler. Der Mann hat doch hier schon unwissenschaftlich gearbeitet. Und wenn dieses angeblich so unwissenschaftliche blinde Huhn genau das richtige Weizenkorn unter 34 Milliarden gefunden hat, Dr. Hübner? Wenn er so tüchtig ist, warum stellt er sich nicht? Unsere Computer haben den Jahrhundertweizen noch nicht einmal annähernd theoretisch im Griff. Aber bitte, vielleicht überraschen uns Ihre Überlegungen. Meine Überlegungen verdanke ich Professor Gunström. Sie haben ja leider jeden Kontakt mit ihm abgebrochen. Es reicht schon, wenn unser Institut diesen Eigenbrötler auch noch finanziert. Gegen meine Empfehlung übrigens. Da bin ich aber froh, dass mein Vater mir meine wissenschaftliche Unabhängigkeit garantiert. Wie viele Hotels hat der Herr Papa? Um die Nukleotiden unserer fraglichen Aminosäure in das Eiweißmolekül zu steuern, braucht unser Terminal schon rein theoretisch ca. 900 Jahre. Rein theoretisch, Frau Kollegin. Vom Weizen in 2000 Meter Höhe sind wir noch weit entfernt. Der Professor sagt, er kann sogar Ananas auf einem Gletscher pflanzen. Ja, behauptet er. Vier Wochen Arbeit. Ich lasse noch mal durchlaufen. Noch mal, bitte. Und Ihr Gunström will am Problem sein. Gunström ist ein Genie. Ja, mit Ananas auf dem Gletscher. Ich fahre nach Norwegen. Bitte, bitte. Aber auf Ihre Kosten. Die Weltgesundheitsbehörde sieht sich nicht in der Lage. Aber ich sehe mich in der Lage. Alle möglichen Anbauflächen der ganzen Welt können mit diesem Enzym nutzbar gemacht werden. Sie greifen nach einem Strohhalm. Gut. Aber wenn dieser Strohhalm eines Tages in der Wüste wächst, oder im Himalaya, oder sonst wo, und Früchte trägt, dann? Dann wäre das ein Wunder. Empfehlung an Gunström.
Na, ihr Schönen, fühlt ihr euch wohl? Eure Verwandten unten im Tal hätten keine Nacht bei dieser Kälte überlebt. Du würdest dich sogar in der Sahara wohlfühlen. Auch ohne Computer haben wir dich schön und stark und witterungsbeständig gemacht. Und wenn es heute Nacht schneit, mach mir keinen Kummer. Du liebst Schnee. Ist das klar? Ich werde die Ananas und den Weizen von euch grüßen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich hatte nicht die Absicht, mit Ihnen gemeinsam in Gunströms Hütte die Formel zu stehlen. Ihr Verhalten brüskiert mich. Ach ja? Dann zählen Sie mal langsam bis drei. Warten Sie mal. Ost oder West? Können Sie schwimmen, Dimitri? Die Temperaturen hier sind nicht ideal zum Baden. Im Übrigen bin ich mir nicht sicher, ob mich nicht eine Kugel im Kopf behindern würde. Eine tschechische Automatik, aha. Ja. Scharkows zweite Garnitur. Mir scheint, Moskau nimmt diesen Professor Gunström nicht ernst. Norige. 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 Tromsø. 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 Bode. 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 Trondheim. 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 Ålesund. Ålesund. Bergen. Dass sie auch immer so langsam sprechen müssen. Ich hab doch keinen Klopfer. Stavanger. Ja, bist du bald fertig? Ja, gleich. Kristiansand. Hast du mich gefragt, ob du die Videokamera haben darfst? Hm? Natürlich, Papi. Ja, war ich dabei, als du mich gefragt hast. Ich fürchte, nein. Aber stell dir mal vor, man könnte die Kamera in diesen Bomber einbauen, mit einem Sender fernbedienen und Luftaufnahmen machen. Natürlich kann man das, aber nur, wenn das Flugzeug noch kleiner wäre. Aber keine schlechte Idee, oder? Also komm jetzt, ja. Du fliegst, hm? Roger. Darf ich wenigstens die Kamera benutzen? Wenn du vorsichtig bist. Du musst verstehen, es hat keinen Zweck, wenn ihr mir erst in Norwegen mit dem Ding beschäftigt. Selbstverständlich, ja. Weißt du eigentlich, wie froh Mami ist, dass wir endlich mal wieder zusammen Urlaub machen?
Ready for takeoff? Was ist denn los? Papi, ich hab solche Stiche. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen für Ihre Mühe. Ich bin nicht selbstlos, Herr Dimitri. Selbstverständlich hat alles seinen Preis. Bitte. Na, geht wieder? Ready for takeoff. Na dann los. Was meinst du? Wie viele Tage kannst du mit uns im Fjord zusammen sein? Zwei oder drei? Also bei meiner Schicht hängen 4 Urlaubstage über. Und wenn wir keine Komplikationen haben, dann kann ich es mit Harris Hilfe drehen, dass wir 10 Tage zusammen sind. Du, es ist wahnsinnig schön da oben. Harry war schon mal da. Was du immer versprichst. Und dann Urgent System Problems am Bohrloch. Wie Mami das mit dir aushält. Ah! Was ist das? Was? Komm her. Hoffentlich nicht der Blinddarm. Bestimmt nicht, Papi. Skalpell, Pinzette, Schere, Klemme, Stiel. Katrin, Blinddarm ist doch Routine-Sache. Peter, es ist ein Blinddarm-Durchbruch. Wie üblich stehe ich gleich wieder allein mit dem Problem da. Du, mir stinkt es doch auch. Also mir fällt es leicht, mitten in der Operation weg zu müssen. Warum bist du nicht Beamter geworden? Wie willst du diesmal unserem Sohn deine plötzliche Abreise beibringen? Very important system problems. Lässt dir ein schlechtes Gewissen viel kosten. Was soll ich denn machen? Aber ich muss es ausbaden, wenn ich mit ihm allein bin. Peter, Patrick braucht dich. Unser gemeinsamer Urlaub fällt auch ins Wasser. Sobald Patrick darf, kommt er doch nach. Du, ich muss. Bevor ich abfliege, rufe ich dich an. Ja? Den Rückflug Bergen München lassen Sie bitte noch offen, ja? Ja, gerne. Pardon. Verzeihen Sie. Nur eine Information. Haben Sie eine Benachrichtigung für Dimitri? Sind Sie Herr Dimitri? Verzeihen Sie bitte, aber Sie müssen mir ein Codewort nennen. Tomaten, Ananas und Weizen im Schnee. Bitte schön. Entschuldigen Sie nochmals. Hab ich eigentlich morgen in Oslo einen Direktanschluss nach Bergen? Das ist nett, danke. Entschuldigung. Die Maschine wartet in jedem Fall. Bitte schön. Danke. Der junge Mann ist schon geheiligt. Wie geht's dir? Papi ist weg. Stimmt's? Anstatt Blumen, der Rest ist zu Hause. Toll. Aber er hat doch versprochen.
was wir zusammen nach Norwegen fahren. Ohne deinen blöden Blick, dann wäre das ja auch gegangen. Er muss morgen schon wieder auf der Bohrinsel sein. Patrick, wenn du hier entlassen bist, fliegen wir einfach beide hinterher. Dein Vater hat 5 Tage Bereitschaftsdienst und wird uns besuchen und dann könnt ihr dieses Ding zusammenbauen. Bestimmt, Papi. Ja? Moment mal. Verräter. Ich verspreche dir, sobald der Arzt grünes Licht gibt, kannst du nachkommen. Dann fliegen wir die neue Maschine. Versprochen. Ganz großes Ehrenwort. Doch. Farvel. Farvel. Mangeltag. Altgott. Perfekt, du Schnapsnase. Mach's gut und halt die Ohren steif, ja? Tschüss. Kirschkern in deinen Blinddarm verirrt. Aber sei froh, dass er raus ist. Was weg ist, ist weg. Papi ist auch weg. Sticht und brennt. Entschuldigen Sie, Frau Kollegin, ich habe ein Telex für Sie. Professor Gunström bittet Sie, Ihren Besuch um 5 Tage zu verschieben. Ach, Entschuldigung, Mr. Harvey, Dr. Castelli, eine Schweizer Mitarbeiterin. Hallo. Götze? Aha. Sie sind gegen meine Reise. Ach, ich muss Sie doch wohl bitten. Gunström hat sich alle Mühe gemacht, ein Telex abzusenden. Im Fjord hat er doch gar kein Telex. Im Übrigen befremdet mich Ihre Abreise, denn Ihre Versuchsreihe, die ich ohnehin für aussichtslos halte, ist keineswegs abgeschlossen. Bye. Nach einem Besuch bei Gunström komme ich weiter. Sehr geehrte Frau Coué, ich bin 5 Tage in den Bergen, um dringende Versuche durchzuführen. Gunström, du gangst. Aber in 5 Tagen rück ich dir auf die Pelle. Ja, ich versuch's. Du musst doch noch liegen. Ich verstehe, dass der Helikopter keine Ruhe lässt. Aber du musst dich schonen. Es ist gleich 11. Wetten, dass er gleich verspricht, wir sollen morgen fliegen? Und morgen ruft er garantiert mit dieser, ach, es tut mir ja so leid, Stimme an. Das Wetter ist schlecht, wir sollen bleiben, wo wir sind. Entschuldigung hat dein Mann ja immer. Mein Mann ist dein Vater. Ja, eben. Und weil ich sein Sohn bin, weiß ich ganz genau, dass der sogar meine Blinddarmentzündung ausgenutzt hat. Von wegen Lachse fangen, jagen gehen, fliegen. Hier Delta Monitor. Wir sind auf Empfang. Charlie. Patrick Packard. Kann ich bitte Herrn Packard sprechen? Steht schon neben mir. Wie geht's dir, Junge? Kannst du uns in Berg abholen? Was sagt denn der Arzt dazu? Darfst du denn schon reisen? Papi, nicht mogeln. Ich bin okay. Ich komme im Moment schlecht weg. Ich komme im Moment schlecht weg. Hörst du? Das darf doch nicht wahr sein. Grüß. Hallo? Hallo?
Also ihr Funker seid doch die Letzten. Was funktioniert denn bei euch schon? Wenn wir draußen so arbeiten würden. Ist doch nicht meine Schuld. Das Wetter spielt nicht mit. Ja, ja. Wir fliegen, Mami! Wir fliegen! Hab ich's doch gleich gesagt. Auf Papis Verlass. Toll. Und wie bringst du deine Freundin bei? Das wird dir die andere sagen. Bitte wer? Meine Zweitfrau. Halt mal, Peter. Seitdem du zurück bist, gehst du mir aus dem Wege. Wo sind die Zigarren? Wir haben doch keine freie Minute im Augenblick. Wie sieht das eigentlich mit Potasche aus? Wir kommen pro Schicht 42 Fuß voran. Wo sind die Zigarren? Eben, von wegen Potasche. Willst du eine Zigarette? Du weißt genau, dass man hier nicht rauchen darf. Den Helikopter darfst du doch mit an Bord nehmen. Ausnahmsweise. Der Flug ist nämlich nicht ausgebucht. Oh, danke schön. Danke. Guten Tag, Frau Castelli. Hier von Ihrem Vater. Ach, der Papa. Er bekommt doch immer raus, was ich wann, wo, wie mache. Ihr Flug wird in 10 Minuten aufgerufen. Merci. Was trinkt denn der junge Mann da? Fruit Punch. Das nehme ich denn auch. Es muss an meinen Pullovern liegen, dass die Frauen dir so nachlaufen. Oder an der Propeller. Ihr Kaffee, bitteschön. Ah. Dankeschön. Danke. Wahnsinn. Grüezi. Tag. Ich wollte Sie nicht ausspionieren. Ich verstehe den Kram sowieso nicht. Verstehen Sie den? Ja. Wo sind Sie denn zur Schule gegangen? Bei uns kriegt man davon nichts mit. In der Schweiz? Klar. In der Schweiz ist man gründlich. Stör die Dame nicht. Vielleicht will sie arbeiten. Ach nein, ich unterhalte mich auch lieber. Das hier sind meine gesammelten Misserfolge. Castelli. Giovanna Castelli. Packard. Patrick Packard. Und das ist die Frau meines Vaters. Meine Mutter. Fliegen Sie auch nach Bergen? Ja, aber dann noch weiter. Wir treffen meinen Mann in einem Fjord. Zu einem Erholungsurlaub. Er arbeitet auf einer Ölbohrinsel. Au! Ja, Patrick hat eine schwere Operation hinter sich. Ich musste mich von meinem Blinddarm verabschieden. Was machen Sie in Norwegen? Ich will mich auch erholen. Von den Misserfolgen? Ricky! Mami, seit meinem 12. Geburtstag darfst du mich nicht mehr Ricky nennen. Dann benimm dich nicht wie ein 12-Jähriger. Darf ich denn noch du zu ihnen sagen? Das ist eine Sache von Geben und Nehmen. Nur wenn ich auch du zu ihnen sage. Bring die Zigarren mit! Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten in Oslo landen. Uns möchten Sie bitten, jetzt nicht mehr.
aufhören zu rauchen, Ihre Sitzplätze senkrechtzustellen und die Sitzungen vor Ihnen hochzuklappen. Vielen Dank. Noch eine kurze Information für Gäste, die nach Bergen weiterfliegen. Ihr durch abgefertigtes Gepäck wird automatisch zu Ihrem Anschlussflug weiter befördert. Dankeschön. Meine Verehrung an Tovarisch Tscharkow. Er soll selber kommen. Wie geht's dir denn, hä? Alles paletti. Ja? Peter, ich war auf alles gefasst, nur nicht darauf, dass du uns tatsächlich abholen würdest. Versprochen ist versprochen. Ich habe eine Überraschung für euch. Wir fliegen mit dem Hubschrauber in den Fjord. Oh, toll. Erhol dich von deinem Misserfolg. Aha. Tschüss. Tschüss. Schau, schau, Dottore Giovanna Castelli. Das ist die unsere Penrod 80, ne? Wie hoch sind denn die Türme? Du, die Stempel sind 100 Meter hoch. Die Plattform, wie du siehst, die ist jetzt auf 25 Meter Höhe. Man kann sie bis 60 Meter hochfahren. Rat mal, wie tief man bohren kann. Ne? 10.000 Meter. Wow. Das sind 10 Kilometer. Wahnsinn, nicht? Darf ich dich mal besuchen? Nein, das geht aus Sicherheitsgründen nicht. Oh, ist das schön. Schau mal, Patrick. Das Wasser ist ja glasklar. Geht's denn, Harry? Ach, sehr gut, wie immer. Ich habe ihm einen Schal gestrickt. Ach, und ich habe schon wieder seine Zigarren vergessen. Papi, ist das unser Haus, wo wir drin wohnen? Das weiß er da. Na, gefällt's dir? Geht ihr aus der Gefahrenzone? Nee, geht schon. Hier, mein Junge. Mach's gut. Na, ist das nicht schön? Komm, wir gehen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen. Gefällt dir mein Boot? Entschuldigen Sie bitte, aber mein Heli ist abgeschmiert. Du hättest doch fragen können. Wenn ich erst gefragt hätte, ob ich das Boot nehmen darf, dann wäre er doch abgesoffen. Das leuchtet ein. Ja. Kannst es ruhig benutzen für weitere Rettungsaktionen. Wo kommst denn du her? Aus Deutschland. München. Patrick Packert. Olaf Gunström. Mein Vater arbeitet draußen auf der Bodensee. Da, komm. Frühstück? Da sage ich nicht nein, Herr Gunström. Meine Mutter soll ruhig mal ausschlafen. Machen Sie hier Urlaub? Nee, ich arbeite hier. Was denn? Ja, als Bootsverleiher. Ich bin Biologe, oder genauer gesagt Biochemiker. Das ist ja ein Ding. Wieso? Es muss unheimlich viele Biologen geben. Im Flugzeug habe ich auch eine kennengelernt. Sehr nett, allerdings zu alt für mich. Das ist so. Kaffee, Tee, Kakao. Tee bitte. Sind das Weizenkörner? Richtig, Patrick, gut. Sag mal, deine Biologin gestern im Flugzeug, heißt die zufällig Giovanna Castelli? Ja, genau. Ja, auf die warte ich. Was? Ja. Die hierher? Mhm. Giovanna hätte doch wirklich einen Ton sagen können. Mit uns im Hubschrauber wäre sie viel schneller hier gewesen. Gut. Mal ehrlich, Herr Konström. Manchmal haben die Frauen noch einen Klopfer. Klopfer? Giovanna ist aber unheimlich nett. Ja, möchtest du? Danke. Sie will sich gerade von ihren Misserfolgen erholen. So, so. Lassen Sie die einfliegen? Nee. Und, ja, selbstverständlich. Sowas wächst ja hier nicht. Schreiben Sie auch Bücher über Pflanzen? Nein. Habe ich alles im Kopf. Kann man denn damit Geld verdienen? Immerhin so viel, dass man unabhängig ist, ne? Das ist Giovanna. Ach, du lieber Gott. Versteck mich. Das wird eine Überraschung. Madonna. Also wer dich hier oben besucht, der muss dich schon sehr lieben und seine Knochen hassen. Ja. Wie siehst du denn aus, du Gangster? Ja. Also mir bist du nicht zu alt. Professor. Norwegen ist klein, oder? Patrick! Wir sind geflogen, aber nicht damit, ne? Nein, komm, setz dich. Möchtest du einen Tee? Ja, bitte nimm meinen. Sag mal, was war denn mit diesem Telex? Wieso sollte ich 5 Tage später kommen? Ja, na, wie soll ich dir denn von mir einen Telex schicken? Nein, ich war ein paar Tage oben bei den anderen. Ich
Ich habe eine Bergtour gemacht und... Ich gehe dann jetzt. Meine Mutter ist sicher schon wach. Nee, warte. Darf ich denn wirklich Ihr Boot benutzen? Wann du willst. Danke. Bitte. Danke, Herr Goldström. Bis bald, Giovanna. Danke, Patrick. Jungen etwas von deinen Experimenten erzählt? Ich? Nur kein Wort. Und du? Außerdem sind das keine Experimente mehr. Komm, ich zeig dir was. Hier. Suchst du mich mal dahin. Seit 3 Wochen wächst dieser Weizen unter extremer Trockenheit. Ein normaler Weizen wäre längst eingegangen. Wer das Geheimnis dieses Weizens kennt, der könnte die Welt beherrschen. Ja, ich will aber die Welt nicht beherrschen. Ich habe nur ein wissenschaftliches Problem gelöst. Wer außer mir hat etwas von deinen Kulturen in den Bergen und dem hier gesehen? Ja, na, niemand. Es kommt doch niemand her. Ach doch, ja, vor ein paar Tagen ist da oben ein Hubschrauber gelandet. Aber was soll's? Die Formel hab ich in meinem Kopf. Das ist sie. Ausgenommen die Synthese der Aminosäure. Wem wirst du sie geben? In 4,5 Wochen. Da tritt die Welternährungskommission der Vereinten Nationen in Rom zusammen. Und dann werde ich diesen Fjord nach 3 Jahren endgültig verlassen. Und dort in Rom und nur dort und nur unter der Bedingung, dass meine Erklärung in allen Ländern dieser Welt gehört werden kann, werde ich mein Geheimnis preisgeben. Aber wie gesagt, nur der ganzen Welt. Sei vorsichtig. Du hättest wirklich einen Ton sagen können. Alles ist kalt. Ich bin ganz früh aufgestanden und auf den Berg geklettert. Ich habe die ersten Luftaufnahmen gemacht. Da bin ich aber gespannt. Nur mit dem Fliegen soll ich etwas auf Papi warten. Wieso? Ist was passiert? Nö. Wo hast du denn das Obst her? Von einem Professor. Weißt du, wer noch hier ist? Nein. Aber du wirst es mir gleich sagen. Die Schweizerin. Toll, ne? Mann, hab ich einen Hunger. Der Professor ist ganz nett, aber ein bisschen merkwürdig. Und das hast du gleich rausgekriegt. Logo. Der wohnt seit 3 Jahren in einem Labor. Und als Giovanna kam, haben sie so komisch geredet. Ich bin dann abgezischt. Schließlich weiß ich ja, was ich gehört. Das ist mir neu, Patrick. Hat Papi schon angerufen? Nein, leider nicht. Hallo? Ich bin's. Na, fühlt ihr euch wohl? Ja, es ist wirklich toll hier. Moment mal. Ich glaube, ich habe einen Klopfer. Hey, Patrick, was ist? Ein Riesenpott. Oh, das...
die Odessa. Ja, Länge 136,3 Meter, Breite 21 Meter. Gebaut 1970 in England. Fast 500 Passagiere. Komm. Jetzt Heimathafen Leningrad. Gib mir mal den Hörer. Kommst du in 2 Tagen? Ehrenwort. Ehrenwort? Und passt auf euch auf. Tschüss. Odessa opustili. Zaniali novú pozíciu. Der Weg darauf ist ziemlich beschwerlich. Hast du gemeint, schwitzige Tiefebene? Ja? Nein. Hältst du die Schweiz für eine Tiefebene? Nein. Was machen wir jetzt? Gehen wir fischen. Da draußen schwimmen Wahnsinnsbrummer rum. Und wenn sie dann am Haken hängen, was machen wir dann? Hast recht. Aber wir könnten spazieren gehen. In Richtung Giovanna? Vielleicht können wir sie und den Herrn Professor zum Abendessen einladen. Der Professor kocht nur auf dem Bunsenbrenner. Fürchte ich. Du meinst, dann kann ich endlich wieder richtig kochen? Genau.
Herr Professor? Du siehst ja, dass niemand da ist. Schade. Hinterlass doch eine Nachricht. Vielleicht meldet sich deine neue Flamme. Haha. Heroes must win in the end.